damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt die Geschwindigkeitsanzeige an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom lieben Tim und Rick Black Label. Gibt es nur für PC/Mac. Findet ihr einmal im Baumenü unter Gebäude und Tools. Und ganz hier hinten habt ihr sie, die Geschwindigkeitsanzeigetafel. Wenn man an der Geschwindigkeitsanzeigetafel vorbeifährt, zeigt diese die aktuelle Geschwindigkeit an, mit der man unterwegs ist. Soweit, so klar, so schick, so schön. Kennt ihr ja vielleicht aus der Realität. An manchen Stellen, gerade in Orten, an gefährdeten Positionen oder so, gibt es ja öfters mal solche Tafeln hier. Und wenn man da mit einem Auto dran vorbeifährt, dann wird euch eure aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Wenn ihr euch an die Geschwindigkeit haltet, dann sind die grün und dann kommt zum Beispiel so ein Smiley, der lächelt. Und wenn ihr es übertreibt, dann wird sie rot. Und wenn ihr es ganz übertreibt, dann kommt noch rot, dann blinkt das sogar wie Sau. Und dann kommt ein ganz böser Smiley. Das sind keine Blitzer, sondern das sind einfach nur, ich nenne es mal Spiegel, ja, für Verkehrsteilnehmer, um sie dran zu erinnern, hey, halt dich an die Regeln. So, das haben wir jetzt dementsprechend noch in der LS drin. Hat keine weiteren Funktionen großartig, ne? Also 20.000 in der Anschaffung, 100 Euro Unterhaltskosten am Tag und ist auf 99 km/h mit beschränkt. Also wenn ihr über 100 fahrt, steht da nur noch 99 und fertig aus Mickey Mouse. Ist aber gerade vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der Roleplay auf seinen Server macht oder mit seinen Boys and Girls, whatever, vielleicht eine recht interessante Geschichte. Ihr seht, wir sind hier auf der MQ, also auf der Standardkarte. Es ist aber hier schon mal möglich, ohne großartige Tools wie Placeable Anywhere und Co. das Ganze hier relativ nah an die Straße zu setzen. Weil es ist natürlich nur sinnvoll, das Ganze an Straßen hier zu setzen. Wenn ihr das Ganze platziert, habt ihr hier vier Triggerpunkte bzw. vier Markierungen. Das ist der Bereich, in dem das Ganze gemessen wird. Also sprich, wenn ihr da durchfahrt, kommt da was an der Tafel. Und ihr seht, ich kann das hier relativ hart schon an die Straße hier dran setzen, ne, beziehungsweise auf die Straße hier dran setzen. Ne, das wurde dahingehend schon mal so gemacht, dass es auch sinnvoll ist, nicht nur hier so zu platzieren. Ne? Also von daher passt. Ihr müsst aber immerhin oder weiterhin Rechte haben, um das Ganze platzieren zu können. Aber auf Straßen generell ist das hier schon mal möglich, sodass man zum Beispiel das Ganze hier auch auf der Mittellinie halten kann. Auch wenn das hier natürlich, ne, ihr seht, mehr randtechnisch gesehen erscheint. Naja, ich habe dann jetzt hier mal so einen stinknormalen Lizard Pickup, um euch das kurz zu zeigen. Weil wie gesagt, das ist jetzt keine Kunst. Wir fahren einfach hier drüber und ihr seht, ne, hier wird unsere Geschwindigkeit angezeigt und das ist es gewesen. Ne, je nachdem, wo man hier durchfährt. Wenn ich hier im Bereich sogar stehen bleibe, ne, seht ihr, geht das auch automatisch wieder mit weg. Ne, und selbst wenn ich jetzt hier mal einen ganz leichten Hasen mache. Ne, wir tuckeln jetzt einfach mal. Mit 4 km/h Richtung, machen wir mal 6 km/h, dass es ein bisschen schneller wird hier. Ja. Ihr seht, es wird auch immer noch die Geschwindigkeit erfasst, die beim Einfahren in diesen Triggerbereich da vorherrscht. Ne? Und dann geht es dann automatisch dementsprechend auch wieder aus. Ist ein Deko-Objekt mit Funktion, sage ich mir da immer. Ja, wie gesagt, vielleicht für den einen oder anderen könnte das interessant sein. Aber ja, und ihr seht, wenn wir jetzt ein bisschen schneller fahren, zack, hier 98, ne, wird es dann dementsprechend rot mit angezeigt. Ne? Also von daher passt das Ganze soweit. Von daher, jo, Lok ist sauber. Wir reden hier von 200 Kilobyte oder so. Also easy peasy, könnt ihr keine Fehler machen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Nun, Download-Link wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.